Herzlich willkommen zurück in Skylanders Pirate Adventure. Wir sind mit Chop Chop unterwegs und wollen an der Stelle weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Hey, pass auf, wo du damit hinzielst. Oder. Aber keine Sorge, du kannst mir nicht wehtun. Na, dann ist alles gut. Du hast Persephone gerettet. Also rede mit ihr und finde heraus, wie sie uns helfen kann. Genau, letzte Folge hatten wir einen Elfen gerettet, gefunden. Eine Fee. Wollen wir noch mal gucken, was wir für uns machen. Können wir ein bisschen Geld einsammeln. Da ist die Fee auch. Können wir doch gleich mal mit ihr reden. Wieder hallo, sehr gern. Damit es mehr Spaß macht, helfe ich dir bei deinem Spiel. Möchtest du ein Skylander verbessern? Wir gucken einfach mal an, was man... Achso, man kann hier diese Level, also diese Skillpunkte kaufen. Zum Beispiel, wir haben 800 Geld, wir könnten Vampir-Aura. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das können wir uns nicht leisten, das kostet 4000. Genau, den haben wir natürlich auch, weil wir in der Trümmerinsel ja ihn gefunden haben. Deswegen können wir ihn ja, also spielen wir ihn ja auch schon. Ach, man kann mit dem Schild auch noch angreifen. Ja. Ich würde aber trotzdem erstmal die Vampir-Aura vorschlagen. Ich denke, Vampir-Aura nehmen wir einfach mal als erstes. Dann können wir uns heilen, indem wir Gegner besiegen. Energie ist nun in dir. Selbst wenn du die Skylands verlässt und dich wieder in eine Statue verwandelst, bleibt die Magie bei dir, damit du fröhlich spielen kannst, wo immer du auch hingehst. Du wirst für immer mit den neuen, fröhlichen Kräften tanzen. Das ist gut. Dann werden wir jetzt gleich mal gucken. Hier könnten wir wieder eine Quest machen. Vielleicht nehmen wir uns die Zeit sogar und probieren noch eine Quest. Bist du bereit für eine Heldenherausforderung? Dann muss ich dich warnen. Die sind knallhart. Genau wie ich. Willst du es mal versuchen? Ich meine, warum Super. Sollten wir es nicht Jeder Skylander hat eine eigene Heldenherausforderung. Aber alle Skylander können sie alle ausprobieren. Such dir eine aus und dann los. Dann nehmen wir einfach jetzt mal Chop Chop seine und probieren die mal. In diesem Sprungkissen-Labyrinth sind schon viele große Helden verrückt geworden. Aber wenn du aufpasst und nicht zu verrückt wirst, schaffst du es vielleicht. 3, 2, 1. Zu verrückt wird, schafft man das vielleicht. Aua. Hier braucht man 3 Schlüssel für. Da ist einer. Schlüssel entdeckt. Ist noch einer. Schlüssel entdeckt. Schlüssel entdeckt.
Also die Frage, wie lang das ist, ne? Das Level hier. Nein, 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 nein. Schlüssel entdeckt. Das ist ein Schlüssel. Schlüssel entdeckt. Noch 2 Minuten. Ja. Schlüssel. Schlüssel entdeckt. Oder was ist denn los? Heldenherausforderung abgeschlossen. Haben wir geschafft. War jetzt gar nicht so schwer. Elementarkraft plus 9. Wow, hätte nicht gedacht, dass du das drauf hast. Aber du hast die Herausforderung angenommen und warst echt klasse. Genieß die zusätzliche Macht. Ja, wir werden einfach diese Folge noch eine Heldenherausforderung machen, habe ich gerade beschlossen, und zwar haben wir die anderen noch gar nicht benutzt, oder können die nur die beiden machen? Wähle einen Weg und schalte die Zombies aus. Oh, hier gibt es eine Menge Chompies und du musst 100 Stück in kürzester Zeit besiegen. 100 Stück. Dazu musst du den richtigen Weg finden und Fässer aufbrechen. Da drin sind die Schlüssel. 3, 2, 1. Noch 2 Minuten. Schlüssel. Die Frage, ob die Schlüssel noch woanders sind. Hier war einer. Dann haben wir einen Schlüssel. Hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Noch 1 Minute. Ach, hier war auch einer. Ja, hier ist ein Schlüssel. Und hier ist auch ein Schlüssel. Also muss man sich den Weg entscheiden. Den. Schlüssel, schön. Hier ist aber keiner. Na toll. Und 19 Stück. Noch 10 Sekunden. Ah, hier ist niemand. Super. Herausforderung gescheitert. 87 Stück. Oh nein, ich fürchte, du hast es nicht ganz geschafft. Ja, ich fürchte ich sagte auch. Doch, dass es hart wird. Willst du es nochmal probieren?
Vielleicht hast du mit einem anderen Champion mehr Glück. Ja, vielleicht. Aber ich sage erstmal nein. Aber wir können natürlich nur eine Helden-Herausforderung einfach mal machen. Aber wir nehmen einfach mal einen anderen Helden. Und zwar, wir hatten ja auch schon ihn hier benutzt. Und auch schon was mit ihm geschafft. Bist du bereit für eine Helden-Herausforderung? Dann muss ich dich warnen. Die sind knallhart. Genau wie ich. Willst du es mal versuchen? Ja. Super. Jeder Skylander hat eine eigene Heldenherausforderung. Aber alle Skylander können sie alle ausprobieren. Such dir eine aus und dann los. Genau, das hatten wir geschafft. Okay, können wir jetzt alle drei machen. Aha. Wir probieren einfach nochmal. Na, das hatten wir aber auch gerade schon gesehen. Was ist mit Sparrows eigentlich? Ja, aber dann nehmen wir doch einen anderen. Dann nehmen wir doch Spyro nochmal und gucken mal, was er für eine Heldenherausforderung hat. Es ist Showtime! Bist du bereit für eine Heldenherausforderung? Ja, ich würde es gerne abbrechen. Dann muss ich dich warnen. Die sind knallhart. Genau wie ich. Willst du es mal versuchen? Super. Jeder Skylander hat eine eigene Heldenherausforderung. Aber alle Skylander können sie alle ausprobieren. Such dir eine aus und dann los. Zerstöre die 6 Geistergemälde. Probieren wir das mal. An diesem bösen Ort sind 6 unschuldige Seelen in Gemälden gefangen. Zerstöre die Gemälde, um sie zu befreien. Aber pass auf, das wird den Gespenstern nicht gefallen. Und denk dran, nur Feuer-Champions können die Schleicher besiegen. 3, 2, 1. Also das ist nämlich das Tolle an Spyro. Schlüssel entdeckt. Er ist ein Magi-Feuerstarter, ne? Na, hier haben wir schon mal ein Bild. Das war das zweite. Schlüssel entdeckt. Zur Hälfte geschafft. Nicht weiter, da gehen wir mal bis 1. Noch 2 Minuten. Ja. Hier ein Tor, das werde ich auch machen können. Super. Also, mal merken, dass wir da unten nicht lang müssen. Fehlt uns noch ein Gemälde. Das ist die Frage, wo ist das, ne? Oder hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Da ist noch ein Schlüssel. Schlüssel entdeckt. Gehen wir mal hier durch. Und hier haben wir das letzte Bild auch. Und wir haben es geschafft. Heldenherausforderung abgeschlossen. Gut gemacht. Sehr schön. 5 wow, kritische Treffer. Hätte nicht gedacht, dass du das drauf hast. Aber du hast die Herausforderung angenommen und warst echt klasse. Genieß die zusätzliche Macht. Nein, wir wollen keine mehr spielen. Erstmal mit Spyro. Jetzt gucken wir erstmal, wie funktioniert das. Ach, kritische Treffer plus 5 steht da jetzt. Da müsste doch aber eigentlich bei dem Wassertypen auch plus 3 Rüstung stehen. Da gucken wir jetzt nochmal nach. Obwohl, ja, wir gucken jetzt mal eben bei dem Wasser. Grill Grand. Müsste doch eigentlich. Da steht aber Rüstung plus 2. Ich meine, dass da plus 3 sogar stand. Naja, gut.
Der Hut bringt ihm... zwei Rüstung und zwei Elementarkraft. Kein Hut. Rüstung 9. Und da hätte man mal gucken müssen. Ich habe noch irgendwo einen anderen. Das werde ich nächstes Mal... stellen wir mal beide rauf. Obwohl, der hat einen... hat er die Heldentat dann auch schon geschafft? Man weiß es nicht. Man weiß es gar nicht so genau. So. An der Stelle sage ich mal wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.